Hallo und herzlich willkommen zurück zu aktuellen Lesson of the Week. Heute geht es wieder in die Latin-Richtung, da habe ich in der letzten Zeit ja das ein oder andere gemacht. Da ging es um Samba und auch heute sind wir wieder in Brasilien. Das ist ziemlich ähnlich zu den Samba-Varianten, die ich da gezeigt habe. Die Basisfigur ist heute die gleiche. Da geht es vor allem um Achtelnoten und da verwenden wir auch die Samba-Bassdrum, die wir schon kennengelernt haben. Und ich hoffe, du hast die geübt, dann ist das heute etwas einfacher, denn es geht heute um Bossa Nova. Bossa Nova ist ja eigentlich ein Stil, der in den späten 50er und frühen 60er Jahren sich in Brasilien, vornehmlich in Rio de Janeiro, entwickelt hat. Antônio Carlos Jobim ist der bekannteste Protagonist und Komponist. Aber es gibt natürlich auch Luis Bonfa und ganz bekannt sind natürlich die Kooperationen mit amerikanischen Jazzmusikern, zum Beispiel Stan Getz und Astrudo Gilberto, das berühmte Girl from Ipanema. Da verlinke ich unten mal ein paar Sachen, dann kannst du da mal reinhören. Das sind immer so die bekanntesten Dinge. Der Bossa Nova ist quasi so eine Mischung aus Cool Jazz Elementen von der Harmonik und der Improvisation und dem Melodiematerial. Und die Rhythmik kommt von der Samba-Musik. Das heißt, wir haben wieder als Basis hier die Samba-Bassdrum. Das heißt, wir spielen zunächst mal einfach Achtelnoten. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 3 und 4 und 1 und spielen dann auf den Zählzeiten 1, 2 und 3 und 4 und die Bassdrum. Nochmal 1, 2 und 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und das ist wieder unser Ostinato, das wir immer durchspielen. Das sollte man wirklich eine gewisse Zeit lang einfach machen, bis das schön leicht und locker geht, denn die Musik sollte möglichst locker fließend klingen. Hör dir einfach da mal ein paar Songs zum Thema Bossa Nova an. Da habe ich dir ja wie gesagt verlinkt. Und dann hörst du, das ist alles ziemlich leicht im Klang, nicht schwer, also nicht so. Das wäre zu heftig. Schön dezent. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Okay. Als nächstes kommt dann die linke Hand dazu. Das kann man zunächst mal einfach auch so üben, dass man zunächst die Hi-Hat spielt und dann die Rimclicks. Und die Rimclicks spielen wir dann auf den Zählzeiten 1, 2 und 4. Das ist zunächst mal eine eintaktige, einfache Variante zum Einsteigen. Und da, wie gesagt, einfach anfangen mit der Hi-Hat. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1. Und als nächstes kann man dann hergehen und einfach da die Bassdrum wieder hinzunehmen. Dann hätte man schon den ersten einfachen Bossa Nova Groove. Das ist eine eintaktige Variante, wie gesagt. Es gibt da normalerweise immer eine zweitaktige, aber dazu später mehr. Das hier funktioniert dann einfach so. 1, 2 und 3 und 4 und ich beginne immer mit dem Ostinato. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1. Nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1. Das geht natürlich auch langsamer. Ganz langsam. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Das war jetzt wieder die Kurzversion zur aktuellen Lesson of the Week. Hier habe ich dir die Basisübung, das Ostinato, gezeigt.
und den ersten einfachen Groove. In der Vollversion auf meinem kostenlosen Mitgliederbereich zeige ich dann den klassischen zweitaktigen Bossa Nova und da findest du auch die Noten dazu. Falls du da Interesse hast und noch nicht Mitglied bei mir bist, findest du jetzt hier oben im i einen Link. Da kommst du dann auf meine Start-Homepage. Da gibt es dann ein Anmeldeformular zur Lesson of the Week. Dann verpasst du da nichts mehr. Sollte dir das Video jetzt gefallen haben, dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich freuen und hilft mir weiter. Solltest du noch nicht Abonnent meines YouTube-Kanals sein, dann kannst du das jetzt unten im Wasserzeichen nachholen. Dann verpasst du auch da nichts mehr. Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, meinen Unterricht hier auf Patreon zu unterstützen. Das hilft mir, meinen Unterricht hier weiter ausbauen zu können. Dafür schon mal im Voraus meinen herzlichen Dank. Und falls du Interesse haben solltest an persönlichem Unterricht mit mir, dann findest du jetzt auch nochmal hier oben im i alle Infos zum Thema Skype-Lessons. Vielleicht sehen wir uns ja auf diesem Weg. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und nicht vergessen, start drumming!